Hi ho, es geht weiter mit Let's Play The Last Story. Beim letzten Mal haben wir uns weiter durch die Gurak-Basis gekämpft und der Typ ist uns zu Hilfe gekommen mit den Schiffen. Ich habe seinen Namen vergessen. Ja. Ja, ihr wisst schon, der coole Rittertyp da. This easy. Look out! Whoa. We're too high up. What about that entrance? Get everyone together! Yurik, hit that platform with magic! Dagrin, help me draw that fire! Giving me orders? Leave it to me! Dagrin! Don't mind me! Yurik! Now! Take this! I thought they might increase their defenses. Okay, da oben war wieder jemand. Erstmal Lisa aufheben. Ach, da oben stand gerade wieder irgendein Tipp, aber ich konnte es nicht lesen, weil ich mich zu sehr auf den Kampf konzentriere. Hilfe, die machen viel Schaden. Okay. Geht mal weg von mir. Geht mal weg von mir. Ist das da oben erledigt? So. Ich schieß hier mal ein bisschen in die Masse. Immerhin haben wir Esther. General Esther hieß er genau. Sepharius wusste ich noch. General Esther ist der andere. Dagrin ist gerade down. Okay, ich wollte sagen, es ist mir egal. Jetzt sind zu viele down. Jetzt sind zu viele down. Plopp. Plopp. Okay, und. Oh, ich habe die Ulti vergessen. So, noch ein bisschen. Ja. Abwehr dazu. Und jetzt sollte das doch auch machbarer sein. Okay. Ich wollte den krassen Ausfall-Move machen. Der Ausfall-Move. Okay, warte. Wir laufen nochmal die Wand hoch. Das haben wir doch gelernt. Kapow. Das ist echt nice. Das ist wirklich nice. So, Level 22. 21. 21. Geld. Hexentüte. Lähmungspfeile. Ich muss die anderen Pfeile mal öfters benutzen. Magische Abwehr für die ganze Gruppe plus 1. Sehr schön. Ach komm schon, Zael. Danke.
Na, Zephyrios, was geht? Alles gut bei dir? Muss ich vor? Making this whole island into their base must take some impressive technology. The architecture has some aspects in common with that of the Empire. Of course. In ancient times, the Garak lived alongside humans. You seem to know much, Master Yurik. Tell me, when did you learn this? When I was young. Not really something I talk about. I'm sorry. It was not my intention to pry. It's all right. It was a long time ago. I see. You are a fine young man, Master Yurik. Master Yurik? Mhm. Der General erkennt uns an. Das ist doch sehr schön. Warum muss ich eigentlich vorgehen, Leute? Ach. Irgendwie habe ich Angst, wenn ich vorgehen muss. Dann heißt es am Ende wieder, Zael ist schuld. Zael hat es wieder falsch gemacht. Es hat sich irgendwo wieder Hals über Kopf in den Kampf gestürzt. Und ach. They do like their snipers. General, it seems the enemies ahead know that we're approaching. Doesn't it just? Still, it's not likely to run away. Master Zael, it's gonna be rough from here on. Don't die. The snipers are the biggest threat. Take them out first if you can. Master Zael, mind your surroundings. You can't win if you strike out blindly. Zael, my magic has a lot of range to it. Gotta sort that sniper out. That bit of ceiling. We could bring it. Lisa, Yurik, can you bring down that bit of ceiling? Ja. Okay, gibt's noch irgendwo was? Scheinbar ja. Moment, das Spiel möchte mir noch irgendwas zeigen. Au, 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 au. Moment, ich muss das ausschalten. Ich muss das ausschalten! Und hier in Deckung gehen. So, was gibt's denn noch zum Zerstören? Das da. Okay, here we go. Ich lenke sie so lange ab. Ist das zerstört? Okay, steht mir im Weg. Hat Yurik es kaputt gemacht? Scheint jetzt hier oben rum zumindest alles weg zu sein. Okay, ich habe jetzt ein Feuereisschwert. Wo sind denn die Feinde? Wo steht denn noch jemand? Kommt mal zu mir. Ja, kommt mal her. Ah, da. Hier ist noch jemand. Ah, Moment. Hier gibt es wieder was zum... Au, au, au. Ich kann eigentlich auch mal ein paar selber zerstören. Ich muss es ja nicht alles Yurik überlassen, ne? Wenn ich dran komme, zumindest. Moment, ich gehe hier hin. Au! Er hat mich gestört. So, Explosionspfeil. Kapau, Explosionspfeil. Kapau. Wo? Da. Okay, Yurik, mach du das. Eben, warte, Yurik, ich heb dich auch auf und dann machst du das da platt. Okay, es sind mir gerade irgendwie zu viele. Irgendwie sind das gerade ein bisschen zu viele. So, Items vor allem mitnehmen. Items mitnehmen. Immer schön die Items mitnehmen. Moment mal, ist hier etwa ein feindlicher Heiler? So, das habe ich ja gar nicht gerne. Nee, umzingelt, das habe ich auch nicht gerne. Heiler? Heiler, ich sehe dich genau. Naja, dich da, genau dich. Ich habe dich erkannt. Du bist so hell im Vergleich zu den anderen. Das fällt auf. Das war deine Schwäche. Hat dir deine Klasse angesehen. So, ich gehe nochmal in Deckung. So, ist hier noch irgendwo obenrum? Nee, sieht okay aus. Was ist das denn? Was war die grüne? Egal, ich schmeiß es einfach mal hin. Schwindel für die Feinde. Okay, grün ist Schwindel. Gut. Oh, Schwindel für alle. Sorry, Leute. Das war nicht mein Plan.
Aber gut zu wissen, dass es auch um meine Verbündeten trifft. Generell alle Verbündeten oder jetzt nur die beiden, weil die nicht wirklich 100 Proben meine Leute sind. Also, sie sind schon meine Leute, aber ihr wisst schon, keine Partymitglieder, die ich ausrüsten kann. Das habe ich gemeint. Blutklinge! Oh, das ist Yurik. Ich dachte gerade, das ist ein feindlicher Magier. Wow. So. Rennt ihr schon wieder zum nächsten Dingens? Ihr rennt schon wieder zum nächsten Dingens, gell? Okay, wir wirbeln hier einmal auf. Für die Barriere. Das tut mir leid, Kalista. Okay. Yurik, du machst das da. Ich mache das da und das da. Dann hebe ich mal eben unsere Nahkämpfer auf, wenn man die keine 5 Sekunden alleine lassen kann. Aufstehen. Und ihr wollt krasse, tolle Ritter sein, ey. Nur eine Kaki-Kugel. Wo ist Esther? Esther? Ah. Hallo. Oh, du liegst bei dem Item. Bei einem Kupferschwert. Ausfallschritt. Moment. Rüstung brechen. Phew. Oh, ich habe den Heilkreis zerstört. Stimmt, ich konnte mit dem Sturm auch Heilkreise. Aua. Und generell Zauberkreise von den Feinden zerstören, ne? Darf ich bitte aufstehen? Dankeschön. Feindlicher Heiler, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Weg mit dir. So. Aufheben. Oh, da ist ja schon wieder ein Heiler. Moment. Hexentöter. Ich komme gar nicht richtig ran. So. spawnt der ständig neu oder kriegen wir ihn einfach nicht kaputt? Ein Gurak durch. Agilität. Rüstung. Lederbeinschutz. Haben wir das schon? Ich glaube nicht, oder? This is their stronghold. There'll be more coming. Now's our chance, Ale. Do we move forward or do we fight a bit more? Lasst uns weitergehen. Ich kann noch kämpfen, alles gut. Ich meine, es gibt Items. Nehme ich. Neue Rüstungen und so. Immer her damit. Geh mir aus der Schusslinie. Danke. Ist er down? So, was habe ich hier? Ein Silberschwert. Okay, Moment. Ich muss mich nochmal hier verstecken und mich hier umgucken. Here we go. So. Da ist nichts. Oh, ich habe gerade vergessen, dass ich die Feinde auf mich gezogen habe. Okay. Geht mal kurz weg. Oben noch irgendwo was? Nee, sieht cool aus. Okay, kommt wieder her. Ja? Jetzt ist niemand in der Nähe. Ich wollte den tollen Ausfallschritt machen. Nein? Hä? Wo denn? Ach, die leben doch noch da oben. Ich dachte, die waren erledigt. Scheinbar nicht. Es ist blöd, dass Rollen und in Deckung gehen der gleiche Knopf ist auf diesem Controller. Das ist dann manchmal ein bisschen, ne? Ihr könnt es euch denken. So, Explosionspfeile. Aha. Noch irgendwo? Ja, da, ne? Oder? Ich meine, ihr castet noch irgendwo hin, ne? Wo? Doch da. Jetzt ist es mir angezeigt. Nein, jetzt habe ich keine Lust mehr. Das war zu blöd. Okay, Level 23 und Level 23. Woo!
Schön. Okay, der letzte Kampf war unnötig. Ich hatte mir mehr erhofft. Es gibt einen Aufzug. Was für ein Aufzug, Leute? Wo habt ihr einen Aufzug gesehen bei dem ganzen Gekämpfe? Habe ich keine Zeit gehabt, mich nach einem Aufzug umzusehen. Ha, das war ein krasser Kampf, aber es war okay. War gut machbar. Ah, da ist der Aufzug. Und wie ordentlich gesichert er ist, ne? This feeling, it's him. Do you mean to say that you feel it too, Master Zane? Yes, General. I fought him the other day, when the Gurak attacked the castle. You did well to survive. I hate to say it, but he let me go. But this time... Dieses Mal haben wir auch keine Chance gegen ihn, Zale. Wir sind nicht viel stärker als vorher. Ich meine, wir können jetzt Wände hochlaufen, aber das war's auch schon. Ein Speicherpunkt. Eine Kiste. Schwerer Beinschutz. Ich sage aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass... Ja, ich glaube, wir machen lieber einen Übungskampf und stürzen uns dann beim nächsten Mal da rein, weil ich denke, es gibt eine längere Cutscene und einen längeren Kampf und ich glaube, das kriegen wir nicht mehr in diesen Part rein. Von daher schauen wir mal, was hier so vom Himmel fällt, ne? Ganz normale Gruggs. Überraschung. Vielleicht haben sie jetzt zumindest was Tolles dabei. Das war schon alles? Aber die bringen echt viel Erfahrungspunkte. Also wenn ich überlege, wie viele Feinde wir vorhin platt gemacht haben und da, okay, wir haben teilweise 2 Level bekommen, aber das ging ja jetzt doch schnell und gut. Okay, nochmal. Vielleicht kommen ja mal starke Feinde. Ich mag das Eisschwert übrigens sehr. Sehr, sehr cool. Wenn Lowell schon nicht da ist. Zumindest in meinem Schwerte ist er bei uns. Die könnten ja auch mal diese Rüstungsteile haben, die uns noch fehlen seit Ewigkeiten. Ewigen Ewigkeiten. Okay, ja, die sind wirklich stärker jetzt. Die halten mehr aus. Trotzdem erstmal den Schützen erledigen. Und dann... Dichter erledigen. Die ganze Treppe runterschlagen. Woo. Items? Rüstungen! Rüstungen! Ich will doch nur Rüstungen haben. Ist das dann zu viel verlangt? Scheinbar ist es das, ja, aber... Oh, ich sehe gerade, wir sind Level 24 jetzt. Genau wie General Esther und Zephyrius. Sind wir jetzt auch geeignet, Ritter zu werden? So, darf man ab Level 24 Ritter werden? Ist das die Regelung? Ist das die Regelung zum Ritter werden? Sie ignorieren mich. Das heißt dann wohl nein. Bleiben wir halt Söldner. Söldner sind zumindest ein bisschen freier als Ritter. Level 24. Okay, Dagran, du musst auch noch. Gladiator plus 1. Wie viele Gladiatoren haben wir jetzt eigentlich schon bekommen? Zu viele. Zu viele. Nochmal ein starker Feind zum Abschluss. Ne, das passt doch. So, erstmal. Kamera, ich sehe meinen Feind nicht mehr. Wo ist meiner? Warst du das? Ja, du warst das. Du schleichst dich schon und sagst, das ist aber kein Bogenschütze. Das ist ein Schwertkämpfer. Warum dachte ich gestern, es wäre ein Bogenschütze? Hallo? Tja, es kommt davon, wenn du vor mir fliehst, dann erledigen dich halb meine Feinde. Geld. Und wo ist der letzte? Da. Und Level Up für Dagran, sehr schön. Und noch mehr Geld. Na gut, dann halt keine neuen Rüstungen für uns. So, beim nächsten Mal werden wir aber dieses große, ominöse Tor durchschreiten und wahrscheinlich auf Zengurak treffen. Also dann. Ciao.